Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Spyro, The New Beginning. Ich bin Chazarino5 und, unsere Schnabeltasche hier will uns was beibringen, habe ich gehört. Ich bin mal gespannt, wann. Ich schätze mal, es ist eine Atombombe, nur in Donnerform. Man nennt es auch EMP. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der mir jetzt beibringt. Also wir haben ja Donneratem sowieso. Boah. Elektrizität, der Lebensfunke. Hör zu und ich werde dich das Geheimnis lehren. Okay. Fahr erstmal die Statue wieder runter, ist richtig. Wir könnten Mittagspause in der Zeit machen. Oder generell irgendwas. Irgendwas. Scheiße, ist das eine lange Animation. Ah. Drücke und halte gedrückt, um den haben. Ja, okay, das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon, macht doch Spaß. Ach so, ich soll. Ah. Okay, das funktioniert ja wieder super. Wieso fliegst du... Hä? Kollege, falsche Richtung. Flieg doch jetzt in die Richtung. Hast du Lack gesoffen oder so? Ja, dann mach es halt nicht. Ein neuer Ansatz gepaart mit mehr Schärfe könnte den Erfolg bringen. Komm hierher. Ja, nochmal. Ach so. Ja, ich sehe, wie das funktioniert. Funktioniert super. Nämlich gar nicht. Du sollst doch nicht in die Richtung. Das ist völlig die falsche Richtung, Dude. Sag mal, bist du kacke oder so? Mit euch funktioniert das. Nur du... Alter! Der fliegt in eine völlig falsche Richtung. Oder wenn, dann zappelt er noch rum. Sag mal, was soll denn das? Ich muss mich wohl anstrengen. Was sind das für Mechanics hier? Hier drüben. Nö! Halt dein Maul! Ja, bei dir funktioniert es manchmal. Warum fliegst du zur Seite? Ich drück da nirgendwo hin. Bist du kacke oder so? Gut, dann schmeiß ich dich halt auch zur Seite. Alter. Das Konzept ist dir klar. Nee, das Konzept ist Müll. Das Konzept ist mir nicht mal klar. Es ist einfach Trash und es funktioniert nicht. Kollege. Verfolg die Attrappen. Drücke und halte gedrückt. Um die Attrappen. Okay. Soll also eigentlich die Dinger nur umbringen, ha? Damit kann ich arbeiten. Das ist ein merkwürdiges Feature, bin ich ganz ehrlich. Ja. Du lernst ja doch recht schnell. Ja, das, Spyro, komm her. Drücke um einen Elektrospannungsbogen. Okay, warte. Es ist also the fucking homing missile. Ah. Theorie und Übung ist nutzlos. Gut gemacht.
Funktioniert also wie eine Luftkommode. Ja, leg dich hin, richtig, gönn dir. Um einen Elektrospannungsbogen auf fliegende Attrappen zu... Das ist das Problem. Das Spiel gibt dir die Nachrichten so langsam, dass du ungeduldig wirst und irgendwann sagst dir, nö. Ist aber geil für Air-Kombos. Wenn es dann funktioniert. Der Bogen vor allem, ey. Ist das dein Ernst? Okay, das hat doch... Hallo! Okay. Ja, okay. Ich wäre schon dankbar, wenn einem das Ganze hier kein Zeitlimit geben würde. Es ist ein fucking Training, ey. Erweitere deinen Geist. Halt dein dummes Maul. Ich schwör's dir. Hier drüben. Das geht mir richtig auf den Keks, dass das Spiel dir andauernd Zeitlimits vorgibt. So unnötige auch. Weil ich will das lernen. Ich will das in meinem Tempo lernen, nicht in deinem Tempo. Und vor allem, wo fliegen die Dinger hin? So, oben bleiben. Okay, das... So soll's offenbar. Hat das funktioniert? Ja, das hat funktioniert. Okay. Oh, da ist noch einer. Komm her! Hoppla, hoppla, kaputt. Triff ihn, triff ihn, triff ihn. Oh, come on! Das Training ist Bullshit, ey, ohne Scheiß. Das Training ist mit das Dümmste in diesem Spiel. Einfach die Tatsache, hier, hab ein Zeitlimit. Suck a dick, leb damit. Geh doch jetzt in die Luft, Mensch. Da hab ich einen getroffen. Zack, weg mit dir. Du Molchertrappe, ey. Okay. Alter, triff es. Jetzt du. Oh Mann, ich weiß, was ich nicht benutzen werde. Das ist ja super ineffektiv. Da kannst du dich ja überhaupt nicht drauf verlassen. Kann ich wieder auf Feuer wechseln, bitte? Da weiß ich wenigstens, was ich mitmache. Hä? Ach so. Nachdem du... Okay, gut. Ich drücke R2. Ach so, ja. Ich habe nicht genügend Energy. Wäre an sich praktisch, wenn das Spiel mir das direkt geben würde, aber wer bin ich schon? Kaputt. Kaputt. Ja,
meine, warum gibt man mir keine volle Leiste direkt? Was soll denn das? Zumal, ich hätte ja jetzt mittlerweile schon fast voll durch das ganze Training. Hier und da ein paar sehr merkwürdige Entscheidungen wurden getroffen. Komm her jetzt. Sappel nicht lang. Oh, das soll jetzt aber cool. Yo, das ist aber umso cooler. Alter! Absolute Eskalation, ey. Wie lange muss ich das jetzt noch? Soll ich es nochmal tun? Soll ich gleich auf dem Berg da kraxeln? Soll ich es gleich nochmal tun? Spiel, wie lange soll ich das jetzt durchziehen? Ich weiß nicht, ich würde es auch mal Hype finden, wenn man mir ein paar neue, you know, Angriffskombos beibringt. Also nicht hier nur, du kannst jetzt Blitze schleudern aus deinem Maul, sondern die Dinger sind sowieso irgendwie wertlos. Soll ich es jetzt ernsthaft zweimal machen? Kann nicht dein Ernst sein. Na gut, machen wir es nochmal. Wir haben unendlich Energie, also von daher, fuck you, though. Jetzt der Brezel. Ein Brezel für den Spätzle. Ach, jetzt soll ich es machen. Warum hat das denn vorhin nicht gegolten? Weil das nicht die richtigen Gegner waren, oder? Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Mein liebes Spiel, du bist ein bisschen inkonsistent. Nur mal so. Sag mir, was du möchtest, und ich mache es. Damit habe ich kein Problem, aber dann sag mir auch, was du möchtest, und dann mache ich es. Anders kriegen wir irgendwann ziemliche Zankungen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Auch an diesen alten PS2-Spielen, dieses Bzzzt im Hintergrund, was ich nicht rauseditieren kann, ohne dass die Welt scheiße klingt. Spyro, Cyril, der Eiswächter, ist in Hochkap gefangen. Cool. Du musst mit Spark sofort dorthin und ihn suchen. Okay, Chef. Aber wenn es gefährlich wird, laufen wir weg, richtig? Manchmal müssen wir uns alle der Gefahr stellen. Junger Sparks. Ja, vielleicht nächsten Monat, nächsten Sommer, nächstes Jahr. Geht jetzt. Sofort. Jawohl, Jesus Sir. Christ, ist okay. Ist ja okay, Chef, ich gehe ja schon. Meine Fresse. Haben wir schlecht geschissen heute Morgen, oder was? Einen schlechten Drachenschiss geladen, oder was ist los mit dir? Jesus Christ. Los, Kleiner, mach das selber. Wir sind ja hier nur zwei ältere Drachen, die eigentlich den Job besser machen können. Wie wurden wir gefangen? I have no idea. Hochkap war einst die Heimat eines stolzen alten Volkes namens Atlavar. Atlavar. Sparks. Da habe ich mir auch gedacht. Die Atlavar lebten im Einklang mit dem Rhythmus der Jahreszeiten, konzentrierten sich auf die Pflanzen, ihre Umgebung und ihre Götter. Sie wurden von Cinder und deren Truppen, die den Schrein des Stammes übernahmen, unter Tage getrieben. Ich spüre, dass Cinder Cyril dort festhält, um noch einen Kristall anzutreiben. Ihr müsst ihn finden, bevor sie Erfolg hat. Na klar, es ist niemals einfach, oder? Lohnenswert, es ist niemals einfach. Jetzt gibst du also Weisheiten von dir, Heldilein? Komm schon. Okay. Willkommen in Waldtalland der Inseln. Na du Mongo, alles cool bei dir? Kann ich euren Scheiß kaputt machen? Ich kann euren Scheiß kaputt machen und da ist Scheiß drin. Oh yeah. Kann ich mir eigentlich wieder hier aufleveln?
Ich habe so gut wie nichts. Okay. Wir haben übrigens fast 12 Minuten allein für ein dummes Tutorial gebraucht. Was ist dein fucking Problem, hä? Was ist euer fucking Problem, hä? By the way, gib mir Feuer wieder. Was ist euer fucking Problem? Ich spreng euch in die Luft! Zeig euch! Gib mir all das Zeug. Dankeschön. Ich muss nur sagen, mal so Level-Design technisch echt nice. Auch wenn man meistens nicht so viel davon sieht, weil ich alles in die Luft sprengen kann. Mit meinen Feuerbomben. Das ist dein fucking Problem. Da liegt Dynamit wahrscheinlich genau vor meinen Füßen. Verbumst! Feuer ist eh effektiver, fuck it. Gebt mir eure Seelen! Ich kann den da oben in die Luft sprengen. Dauert nur lange. Scheiße, nicht der Warp Warrior. Ich gehe jetzt mal hier lang. Schraubt euch. Yo, Mad Cash. Mad Cash, yo. Das sieht aus wie ein Knopf. Ist aber in Wirklichkeit nur eine Bloodborne-Falle. Ich weiß, es ist, ich sage mal hier, bei mir ist alles Bloodborne. Nee, Fakt ist, in Bloodborne haben mich solche Fallen so oft umgebracht. Das ist schon nicht mehr witzig gewesen. Gehst du von dem Ding da weg jetzt? Schnauze! Da oben ist Kristall. Shiny. Kommst du her? Oh yeah. Ich gehe hier lang. Wie wär's damit? What the fuck? Was haben die mit euch abgezogen? Beziehungsweise, warum habt ihr... Wie können diese Ketten überhaupt so stehen? Warum seid ihr cool damit, dass ihr alle solche Flügeldinger habt? Bedeutet das, was ich denke? Ja, wir müssen ihm helfen. Oh Mann. Das heißt, wir fucken alles ab. Mach kaputt! Nicht runterplumpsen, ja? Ey, da ist noch ein. Pass doch auf! Ich wollte nur helfen. Die Aklava und Kane brauchen keine Hilfe. Oh. Dann soll es jetzt wohl losgehen, was? Vergiss den Typen, Spyro. Na los. Was wollten die überhaupt von dir? Das geht dich gar nichts an. Geh jetzt. Ich muss einen Stamm retten. Dann mach deinen Scheiß doch allein, du Sposti. Oh, gern geschehen. And fuck you, though. Da sind immer noch Kristalle, die ich haben will. Nimm dieses Todesflügel-Scheißteil von meinem Gesicht. Ich hab echt den Sack dicht. Da hinten ist Erfahrung. Die gehst du mir jetzt aus dem Weg? Du Fickschnitzel. Alter, weh, ich hab das hier nicht bekommen, was da alles ist. Da war Mad Cash, yo. Ja, und der hat... Ja, gut. Soll er seinen Spaß haben. Soll er seinen Spaß doch haben. Smurf West. Benutze dein Schwein, Totem anzuheben. Okay. Okay,
Geh doch weg. Ach so, warte mal. Ach, das ist okay. Oh, lass mich raten, ich hab da was schon längst vergessen. Probably.